Moin Leute, heute ist ja wieder Freitag, das heißt, es ist der WandaVision-Tag, nämlich Episode 8 ist auf Disney Plus gestartet, was bisher geschah. Und ihr wisst natürlich, das ist Spoiler-Alarm, es geht natürlich wieder hier um das Ende erklärt und andere Anspielungen, Theorien, die wir ausstellen können, wie es weitergeht. Ich bin Dennis, das ist natürlich eine neue Folge Nerdschule, hier auf Nerdtaste. Wenn du natürlich Bock hast auf weitere Superheldenfilme, Serien und andere Filme, die ich besprechen soll, lass doch gerne ein Abo hier. Ich würde sagen, los geht's! Ich rede auch gar nicht um heißen Brei, wir beginnen erstmal mit der Hexe Agatha Harkness, die einen kleinen kurzen Einblick gibt in ihre Geschichte. Und ja, sie zeigt auf jeden Fall, dass es in Salem 1693 Massachusetts begonnen ist. Genau wie in den Comics ist es genau hier auch umgesetzt worden. Wir sehen einen Zirkel der Hexen, die sie so gesehen anprangern, ob sie eine Hexe ist und ob sie dunkle Magie angewandt hat. Natürlich soll sie dann so gesehen beseitigt werden. Alle Hexen richten ihre Kräfte auf sie, aber sie kann es halt absorbieren und nimmt sie in sich dieses halt auf. Wahrscheinlich durch die dunkle Magie, die sie gelernt hat, ist sie dann halt in der Lage, dieses zu machen. Eigentlich sagt sie, sie kann gut sein, aber sie beweist eigentlich ja das Gegenteil. Und die Mutter halt von Agatha Harkness, sehen wir auch, so ein bisschen die Königin der Hexen, wird auch von ihr umgebracht und nimmt ihre Kraft halt nochmal auf. Nimmt nochmal ihre Brosche und wir sehen auf jeden Fall, wie mächtig eigentlich Agatha Harkness ist. In den Comics ist es ja genauso, es gibt halt Salem, es gibt auch natürlich dann klar die Agatha Harkness, die wir später ja auch ein bisschen in älteren Gewand sehen und die dann ein bisschen aussieht wie in den Comics. Also sie kann sich da wohl jünger machen und hat auch ganz gute Magien drauf, Zaubersprüche, also kann ja auch verschiedene Sachen machen. Das haben sie in dieser Folge halt erklärt. Und warum ist der Grund, warum hat sie denn überhaupt Wanda besucht, aufgesucht? Es geht einfach darum, sie möchte mehr wissen, wie sie dieses Chaos-Magie da anwendet. Vielleicht, um eigentlich einen eigenen Nutzen zu bekommen. In den Comics ist es ja auch so, dass sie versucht, Wanda zu unterrichten, so als Mentorin, diese Kontrolle der Chaos-Magie anzuwenden. Also die Hex-Power, sag ich mal. Und hier ist es ja nicht anders. Nur das, die in den Comics ja einigermaßen gut ist und hier eher weniger. Naja, sind wir mal gespannt, was noch in Episode 9 abgeben wird. Wie ihr wisst, ich will jetzt ja natürlich nicht mega lang hier 30, 40 Minuten über eine Folge, also eigentlich nur analysieren und dann weiß man 5 Minuten mehr, was da passiert ist. Das mache ich ja hier gar nicht. Und deshalb halte ich das jetzt hier auch kurz, weil ihr habt ja euch ja die Folge reingezogen und ihr wollt ja eigentlich nur wissen, was das bedeutet. Also so gehe ich von erstmal auf Wanda zu. Warum sie überhaupt das alles erstellt hat. Man sieht eigentlich ja ganz kurz Einblicke halt in ihre Origin-Story, in ihre Background-Story, was ich sehr geil fand, auf jeden Fall in dieser Folge, was halt bisher geschah. Wir sehen ihre Vergangenheit, wie sie auf ihre Eltern trifft, die wir zum ersten Mal sehen, die natürlich auch durch eine Bombe von Stark Industries ums Leben kommen. Daher auch der Hass auf Stark Industries. Natürlich im Umkehrschluss sehen wir sowohl, dass sie so ein bisschen schon die Kräfte der Scarlet Witch hatte, aber die eigentlich erst ausgelöst worden sind bei diesem Hydra-Projekt, wo aus diesem Tesseract nämlich dann eigentlich der Mindstone rauskommt und wir dann eine orange Silhouette der Scarlet Witch sehen. Wie aus den Comics das Kostüm und die ihn halt in sie reinfährt. Natürlich sehen wir auch die Geschichte um Vision, dass sie natürlich auch versucht haben, sich zurückzuziehen in den Ort, halt im Westview, und da wollten sie eigentlich sich niederlassen. Aber wichtig ist ja nochmal anzumerken, sie hat zum Beispiel gar nicht Vision aus der Sword-Zentrale befreit oder so gesehen geklaut. Sie hat sie ihn dagelassen, weil sie konnte ihn halt nicht wiederbeleben. Komisch ist ja nur, dass Hayward wusste, dass sie vielleicht die Macht hätte, ihn vielleicht wiederzubeleben. Das war schon sehr komisch. Das war vielleicht in diesem Projekt Cataract nämlich vielleicht der Fall. Auf jeden Fall muss man sagen, Hayward hat ja auch gelogen. Später aber zu mehr. Trotzdem ist nochmal wichtig zu sagen, als sie an dieser Stelle war und das alles bildlich sich durch den Kopf gehen lassen hat, kann sie zum ersten Mal eigentlich Chaos-Magie anwenden. Also kann man sagen, sie ist auf jeden Fall ein Nexus-Wesen, weil das können eigentlich nur Nexus-Wesen, zum Beispiel diese Chaos-Magie oder die Hex-Power, anwenden. Das ist so in den Comics auf jeden Fall. Ihr wisst schon, was dann auf jeden Fall möglich wäre im weiteren Verlauf. Das ist schon ein krasses Ding, was da so geschehen ist in dieser Episode. Wanda ist ja auf jeden Fall erstmal unter der Fichtel von Agatha Harkness.
Und es wird sehr spannend werden, wie es überhaupt in Folge 9 abgehen wird, ob sie sich dann gegen Agatha Harkness, sag mal, beweisen kann. Oder ob es wirklich zu einem totalen Nervenzusammenbruch kommt, ihrer Person, weil in den Comics ist es ja so, auch House of M, dass sie die ganzen Realitäten der Mutanten halt verändert. Und so könnte das ja hier halt passieren als Multiversum, dass sie so stark gereizt wird, dass wahrscheinlich ihre Kinder gar nicht mehr leben oder so weiter. So ist es ja, wie gesagt, in den Comics. Und hier könnte es halt auch so passieren. Wir haben also den ersten Nervenzusammenbruch gesehen, vielleicht dann den zweiten, aber den krasseren. Vielleicht, weil Vision gegen White Vision vielleicht stirbt oder andere Sachen. Da aber gleich zu mehr. Wenn angeblich das auch mit den X-Men hier vielleicht vom Tisch sein sollte, glaube ich es eher weniger, weil sie natürlich Agatha Harkness gesagt hatte, dass Quicksilver ja nicht der alte Quicksilver ist, dieser Petro Maximoff. Sie muss aber ja irgendwie diesen Evan Peters Quicksilver aus dem X-Men-Universum ja irgendwie hergeholt haben. Vielleicht hat sie ja wirklich eine Tür gehabt, weil ich habe ja auch schon gesagt, eigentlich ist es ja Salem von einer anderen Erde, dass sie diese Kraft gespürt hat, dieses Hex, dieses Nexus-Wesen halt Scarlet Witch, die sie die Chaos-Magie angewendet hat und hat natürlich gedacht, okay, vielleicht, was kann ich da noch mehr rausreizen? Ich brauche noch was, natürlich muss da durchgucken und dass sie dann die Leute vielleicht ein bisschen kontrollieren konnte und hat dann halt Evan Peters zurückgeholt. Also der andere, halt der normale, richtige X-Men, Quicksilver, auch wie aus den Comics. Würde ja vielleicht Sinn machen, aber man muss auch dazu auch sagen, warum? Weil viele auch gesagt haben, die X-Men kommen ja gar nicht mehr drinnen vor in WandaVision, die würden da keine Rolle spielen. Aber jetzt erst recht, weil jetzt wurde eigentlich ja wirklich zum ersten Mal der Name Scarlet Witch genannt. Im MCU, in den Comics ist es ja wie gesagt auch so, das habe ich ja vorhin gesagt, da gibt es ja halt die Scarlet Witch. Und Fox hatte ja die Rechte, jetzt hat man sie so gesehen eingeführt. Und es wäre ja vielleicht jetzt möglich, überhaupt die Mutanten einzuführen. Also es macht eigentlich noch alles Sinn. Wir sind mal gespannt, wie es da einfach weitergeht. Wir erfahren ja in dieser Folge, wie überhaupt Vision nochmal entstanden ist. Sie ist eigentlich nur aus Wanda, aus diesem Gedankenstein entstanden. Dabei vielleicht ja die Vermutung, okay, der Gedankenstein ist ja jetzt in ihnen drinne so ein bisschen. Und wir haben ja am Schluss in der Post-Credit-Scene gesehen, dass es ja jetzt einen seelenlosen Vision gibt, nämlich den White Vision. Es gibt dazu einen Comic aus den 80ern, wo sie auch so gesehen den Vision beleben wollten, das ist dann halt schief gegangen. Wie ihr wisst, ist es ja eigentlich ein bisschen anders in den Comics, Ultron und so weiter, er hat halt Vision erschaffen. Hier könnte man das ja vielleicht in die Richtung auch so machen, dass es zu einem Mega-Endkampf geht. Ich denke mal, das wird so hinauslaufen, dass die Folge 9 mega actionreich wird und wir natürlich diesen White Vision und den Vision aus Westview sehen werden als Kampf. Und dass vielleicht ja Vision diesen White Vision besiegt und in seinen Körper fahren kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wäre so ein bisschen meine Theorie, was ich mir sage. Einige haben das wahrscheinlich auch. Aber es wäre natürlich die Möglichkeit, dass er noch vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist. Aber es ist eigentlich ja aus dem Comic von West Coast Avengers 1980. Aber wie gesagt, die Geschichten gehen ja langsam Richtung den Comics. Und da kann man vielleicht denken, dass es vielleicht so in diese Richtung gehen wird. Klar darf man auf jeden Fall diesen Quicksilver nicht vergessen und Monica Rambeau, die ist ja auch noch unter dem Fitting von Agatha Harkness. Aber da will ich jetzt auch gar nicht so weiter ausschweifen, das habe ich in meinem letzten Video schon gesagt, da könnt ihr nochmal gerne reingucken. Was ich aber natürlich denke, dass jetzt halt Scarlet Witch ein sehr starkes Nexus-Wesen geworden ist oder schlimmer war, sie dann halt jetzt auch weiß, wer sie ist und eigentlich von einer anderen Erde kommt. Vielleicht könnte man jetzt ja wieder sagen, meine Theorie mit Magneto könnte ja vielleicht aufgehen in der 9. Episode und er ist dann halt der Cameo-Auftritt und nicht Mephisto ist gar nicht mehr vorhanden, weil diese Theorie mit der Fliege war ja so Quatsch, habe ich mir schon fast gedacht. Also viele haben das ja gesagt, aber hat keinen Sinn gemacht. Und wir werden natürlich wahrscheinlich Doctor Strange sehen. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Ihr habt ein bisschen was gehört, dass es viele Comic-Referenzen gibt, was vielleicht die Absichten sind. Und natürlich, was auch Chaos-Magie ist und andere Sachen. Es geht halt Richtung House of M. Da ist es nämlich ja auch so, dass die ganzen Realitäten verschwommen werden. So denke ich mal, hier ist es einfach so, dass die Multiversen entstehen. Dass sie nochmal einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommt. Und alles halt ins Chaos stürzt. So ein bisschen wie damals halt Jean Grey in Dark Phoenix wird es wahrscheinlich dann in diese Richtung gehen. Aber eigentlich ist Scarlet Witch noch ein bisschen stärker.
Aber das ist auf jeden Fall der Weg, der vielleicht für die Mutanten freigemacht worden ist. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was haltet ihr davon über die Theorien und die Analyse so ein bisschen, was ich so gesagt habe? Könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Und Leute, bis dann und ciao und bam.